Gesundheit entsteht durch gesunde Kommunikation und glückliche Menschen sind nicht glücklich, weil sie erfolgreich sind, sondern sie sind erfolgreich, weil sie glücklich sind. Das sagt mein heutiger Gast, der Arzt, Neurowissenschaftler, Coach und Keynote-Speaker Dr. Franz-Jürgen Sperlich aus Lilienthal bei Bremen. Herzliche Grüße schon mal, Dr. Sperlich, nach Lilienthal. Dankeschön. Für alle Zuschauer und Zuhörer jetzt an der Stelle nochmal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Doc – Erfolgsgeschichten Praxis. In diesem Podcast stellen wir euch erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben und die uns Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte ermöglichen. Denn so viel ist klar, nicht jeder wird als Unternehmer geboren und bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Homepage www.businessdoc.online oder Sie schreiben mir einfach eine persönliche E-Mail an info@businessdoc.online. Wir beide, Herr Dr. Sperlich und ich, sind zusammengekommen über einen Satz, der sich bei mir eingeprägt hat. Wir bringen zusammen, was zusammengehört. Und zwar sind wir zusammengekommen über einen Freund oder auch einen Agenturbetreiber der Redneragentur, Stefan Bronder. Ganz liebe Grüße jetzt an dieser Stelle, Stefan, mal an dich. Und ich fand das sehr schön, dass er uns beide zusammengebracht hat, denn so spannende medizinische Themen findet man nicht auf der Straße. Man braucht vielleicht den einen oder anderen, der einmal ein bisschen in die Richtung schubst. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute hier bei uns dabei sind. Bevor wir aber jetzt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, möchte ich Sie noch mal kurz für alle persönlich vorstellen. Dr. Med. Franz-Jürgen Sperlich ist Jahrgang 72, ist verheiratet und hat zwei Kinder und, wie ich gerade schon gesagt habe, lebt und arbeitet in Lilienthal bei Bremen. Er ist Facharzt, er ist Coach, er ist Keynote-Speaker, er ist Moderator, Master of Arts der Kulturwissenschaften und Experte für angewandte Neurowissenschaften. Seit 2007 betreibt er eine privatärztliche Praxis für integrative Medizin mit dem Schwerpunkt Gesundheitsvorsorge und Erhaltung, seit 2013 in der Gesundheitsvilla in Lilienthal. Ich könnte jetzt noch einige andere Dinge vorlesen, ich möchte aber mich auf zwei, drei Dinge beschränken. Ich habe gerade schon gesagt, der Lebenslauf ist wirklich so, so toll und so lang. Aber er ist eben zusätzlich auch noch, und das ist sehr bemerkenswert, zunächst mal hat er eine Lehrtätigkeit an der Viadrina-Universität mit dem Schwerpunkt Referent für biologische Schmerzmedizin und Homotoxikologie. Dann hat er ein Buch veröffentlicht, 2016, das ist das Buch Smile oder Smiley, sein Mentor im Leben, da kommen wir gleich gerne nochmal drauf. Das ist auch 2017 erschienen in der Audiofassung. Und er ist zusätzlich noch Vortragsredner, also Keynote-Speaker, mit dem Schwerpunkt angewandte Neurowissenschaften für Vitalität und Erfolg. Und heute ist er hier bei mir im Business Talk Podcast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Sperlich. Dankeschön für die Einladung. Bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, möchte ich Sie bitten, sagen Sie doch noch mal kurz mit den eigenen Worten, wer ist Dr. Sperlich, was macht er beruflich und privat? Ja, also sehr viel, wie man vielleicht schon hört, und ich denke, das Wort, das für mich am besten passt, ist tatsächlich neugierig. Ich bin sehr, sehr neugierig, was es da draußen alles gibt, und habe das große Glück, dass beruflich auch vieles dort zusammenfließen durfte und konnte. Das ist ja eine besondere Zeit, in der wir leben. Wir dürfen uns ja quasi unsere Berufe auch ein wenig nicht nur aussuchen, sondern auch selbst gestalten, und genau das habe ich gemacht. Und das zweite interessante Themenfeld, was natürlich eigentlich an erster Stelle steht, ist jetzt die Familie. Ich habe, wie Sie schon sagten, zwei kleine Kinder. Oder wir haben zwei kleine Kinder, meine Frau und ich. Und das ist natürlich auch ganz, ganz großartig. 2 und 5 sind die beiden jetzt. Und eine interessante Zeit, die wir da haben. Das glaube ich. Ist denn die Familie für Sie so ein bisschen ein Ausgleich oder, ich sag mal, ein Anker für die ja doch sehr vielseitige berufliche Tätigkeit, die Sie ausüben? Ja, das trifft vielleicht sogar noch meine berufliche Auffassung in dem Fall gleich mit. Ich wehre mich immer gerne gegen den Begriff Work-Life-Balance, weil ich immer so den Eindruck habe, das Leben darf auch durchaus während der Arbeit stattfinden. Und ich spreche lieber von Life-Balance, und dazu trägt natürlich meine Familie enorm bei, auf beiden Seiten der Waage. Das ist auch manchmal sehr anstrengend. Also alle, die kleine Kinder haben, wissen das. Aber es ist natürlich auch sehr bereichernd. Und es ist die Kunst, beides so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und manchmal ist es auch sinnvoll, beruflich ein bisschen kürzer zu treten, wenn es gerade auf der familiären Seite ein bisschen mehr Energie braucht. Mhm. Und manchmal geht halt auch beides mit Vollgas sehr gut, weil einfach auf beiden Seiten auch Energie zurückkommt. Wie flexibel man sein muss und wie unternehmerisch so ein Leben auch sein kann, haben wir gerade noch kurz erfahren. Sie haben ja im kleinen Vorgespräch gesagt, Sie hatten gerade noch Notfall, mussten es noch irgendwie mit einbinden. Da ist ja immer sehr viel Bewegung dann drin in einem solchen unternehmerischen Leben. Deshalb,
Wir haben im Vorfeld ja auch ein paar Mal miteinander gesprochen. Sie haben so ein bisschen Ihre persönliche Lebensgeschichte erzählt. Die war ja nicht immer so geradlinig. Also ich sag mal, dass die Medizin Sie gefunden hat oder Sie den Weg in die Medizin gefunden haben. Wollen Sie mal vielleicht 2, 3 Sätze darüber berichten? Also ich glaube, das ist wie bei in vielen Bereichen, das wird immer auch von den Eltern so ein bisschen geebnet, der Weg. Mhm. Mein Vater, der ist hier in Lienthal schon Landarzt gewesen und da sah man das alles und ich fand es auch summa summarum interessant. Der Hauptaspekt war dann allerdings der, dass ich so nach der Schule den Eindruck hatte, ich wüsste so noch nicht so genau, was ich genau machen möchte. Und da hat mein Vater ordentlich die Werbetrommel gerührt und gesagt, ja, also im Bereich Medizin, das ist so vielfältig, gerade die Vorklinik, da gibt es so viele Dinge, die man sich nochmal anschauen kann, fang doch damit erstmal an. Ja, und wenn man was anfängt, macht man es ja auch manchmal weiter und zu Ende, soweit man da in dem Bereich überhaupt von zu Ende sprechen kann. Ja, und so bin ich dann letztlich in die Medizin gekommen. Das vorklinische Jahr war also so, oder die beiden vorklinischen Jahre waren halt sehr interessant. Es war wirklich relativ viel. Und dann nahm zunehmend auch die Verantwortung natürlich auch zu. Und man merkt, das ist schon ein Beruf, der sehr, sehr viel mit Verantwortung zu tun hat. Und ich hatte so den Eindruck, da wäre ich noch nicht dazu bereit und überlegte so, wie ich dem Ganzen aus dem Weg gehen kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine sehr rührige Lebensgefährtin, die meinte, also zu einer guten Ausbildung gehört natürlich auch ein Auslandsaufenthalt. Und die hat dann dafür gesorgt, dass wir uns für ein Auslandsjahr oder ein Stipendium auch beworben haben. Und wie das Leben dann so spielt, bekam sie ein Stipendium in einem Programm, in dem ich aber kein Stipendium bekam. Und dann meinte sie, wäre ja auch unschön, wenn du einfach jetzt so in Deutschland bleibst und ich bin in der Welt unterwegs und bewerb dich doch nochmal woanders. Und dann bin ich tatsächlich in ein anderes Stipendiatsprogramm gekommen und habe dann mich mit dem Bereich Neurowissenschaften beschäftigt, war in den USA, habe zum Bereich Aufmerksamkeit geforscht und das hat dann letztlich sehr, sehr viel beeinflusst. Um das Ganze etwas abzukürzen, ich dachte, ich bleibe dann so im Bereich Forschung und leider ist dann mein Vater sehr schwer erkrankt, einige Jahre später und ich bin dann in seine Praxis eingestiegen, mehr oder weniger ja, in einer Notfallsituation. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich auch sehr froh darum, weil Forschung ist was Schönes, aber es ist halt doch etwas, was sehr weit weg von dem ist, was man so als Arzt so üblicherweise macht. Und ich habe es ganz gut hinbekommen, beide Sachen dann zu vereinen. Jetzt haben Sie gesagt, das ist so ein bisschen im Nebensatz, ich bin dann einfach zurückgekommen. Also Sie haben die Praxis dann übernommen. Das ist ja nicht immer so leicht. Also ich sage mal, eine Entscheidung, die einem abgenommen wird, vielleicht in einer Situation, es ist ja auf der einen Seite eine Persönlichkeit, die man braucht, um zu sagen, ich stelle mich dieser Herausforderung. Ja, also nicht nur zu sagen, ich werde jetzt Arzt, weil ich das vielleicht sowieso vorhatte oder weil mir das nahe liegt, weil mich das interessiert, sondern die unternehmerische Entscheidung, in dem Moment zu sagen, ich übernehme eine Praxis, mit der ich, die ich zwar kenne, mit der ich mich aber vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt habe und vor allen Dingen, ich habe mich bis jetzt nicht mit dem Thema Unternehmersein auseinandergesetzt. Wie war diese Situation für Sie? Also das war das totale Chaos natürlich und das war keine unternehmerische Entscheidung in dem klassischen Sinne, sondern das war halt eine familiäre Entscheidung. Also es war tatsächlich so, dass ich natürlich wieder nach Deutschland wollte, weil es meinem Vater schlecht ging. Und ich einfach nach dem Rechten sehen wollte. Und hing irgendwie so dieses familiäre Wohl für uns alle daran, dass eine Praxis ist ja häufig ein Familienbetrieb, so war das auch bei uns. Und meine Schwester war zu dem Zeitpunkt noch im Studium. Und also da waren ganz, ganz viele Aspekte. Aber der Hauptaspekt war natürlich eine emotionale Entscheidung, zu sagen, nein, ich bleibe jetzt erstmal hier, ich werde hier gebraucht. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, war ein Familienbetrieb. Heißt das, Ihre Mutter, Ihre Schwester, andere Familienmitglieder haben gearbeitet auch mit in der Praxis? Also wie gesagt, meine Mutter, mein Vater, die haben das hier zusammen gemacht. Meine Mutter als Praxismanagerin, würde man heute modern sagen, und im Labor. Sie war ursprünglich OP-Schwester gewesen, ganz häufig bei Paaren aus dem medizinischen Bereich so. Und mein Vater war dann hier der Arzt in der Praxis und die haben hier eine Landarztpraxis geführt. Also Lienthal ist so ungefähr 15 Kilometer von Bremen entfernt, aber so in die andere Richtung hin. Also einerseits die Großstadt ist halt doch sehr ländlich. Und Ihre Mutter hat dann weiter in der Praxis mitgearbeitet? Also haben Sie Unterstützung bekommen dann in dem Moment oder wie ist das gelaufen? Ja, natürlich hat sich meine Mutter viel um meinen Vater gekümmert. Der musste dann eine Knochenmarktransplantation bekommen und war viel weg natürlich dadurch, war viel im Krankenhaus. Wir hatten hier natürlich noch weitere Praxishelferinnen und ich habe mit denen zunächst die Praxis geschmissen. Meine Mutter stand mir aber schon öfter mal so zur Verfügung und sie war ja auch diejenige, die
die letztlich so am ehesten noch wusste, was hier zu tun sei. Denn das Spannende für mich war, das war natürlich nicht nur reines medizinisches Tun, sondern es war ja alles neu. Also es war ja von A bis Z alles neu und man muss dann ja Schwerpunkte setzen und mit Sicherheit war das nicht am Anfang, die Praxis wirtschaftlich in Schwung zu bringen. Mhm. Und da ist man dann auch so ein bisschen in die Mühlen des Systems geraten. Also das war auch nicht schön. Also ich muss auch sagen, also zu dem damaligen Zeitpunkt, da hat mich die Kassenärztliche Vereinigung sehr, sehr hängen lassen. Das war eine sehr unschöne Situation. Mhm. Das ist natürlich eine Situation, die unschön ist, die mich aber sehr interessiert gerade, weil Sie sind ja heute privatärztlich tätig. Das heißt, Sie waren damals noch im gesetzlichen System, beziehungsweise Sie haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung, also Kassenpatienten behandelt. Wie war die Situation? Warum haben Sie sich letztendlich entschieden, ich mache irgendwann meine eigene privatärztliche Praxis auf? Also vielleicht ganz vorweg, ich finde dieses System, was wir in Deutschland haben, prinzipiell recht gut. Also es ist jetzt nicht so, dass dass es eine Systementscheidung war, wo ich gesagt habe, ich will mit der gesetzlichen Abrechnungsgeschichte oder mit der Kassenärztlichen Vereinigung nichts mehr zu tun haben. Es war eigentlich eine Entscheidung, die dahingehend von mir getroffen wurde, dass ich erstmal mich selber in dem, was ich mache in der Medizin, mich weiterentwickelt habe. Also ich wollte dort bestimmte Dinge anbieten, für die vor allen Dingen Zeit notwendig ist. Und da ich ja nun nicht nur Praxistätigkeit habe, sondern viele andere Dinge, war mir wichtig, die Flexibilität auch zu erhalten. Und das ist natürlich in einem Versorgungssystem, das sehr gut ist und von dem ich auch sehr froh bin, dass es das so gibt. Und auch nochmal an alle Kollegen, die das hören, also ganz toll und wichtig, da in diesem Bereich zu arbeiten, seine Frau oder sein Mann zu stehen. Das ist wirklich eine hervorragende Sache. Deswegen haben wir so ein gutes System in Deutschland, weil hier so viele Menschen sich engagieren. Für mich war die Entscheidung irgendwann die, dass ich gesagt habe, ich habe einen besseren Wirkungsgrad, wenn ich nicht nur in meiner Praxis bleibe, sondern wenn ich das auch anders mache. Ich biete ja auch ärztliche Fortbildung an und dazu brauchte ich diese Flexibilisierung. Ich mache viel dieser Fortbildung mit einem Kollegen von mir. Wir haben das zusammen aufgebaut und der ist einen anderen Weg gegangen. Der hat einfach die Praxis behalten, der macht weiterhin eine sehr gute kassenärztliche Medizin. Ich denke, bei mir war auch die Tatsache, dass ich relativ spät jetzt mit Familie angefangen habe, nochmal ein entscheidender Punkt und meine Frau auch berufstätig ist. Und so war das für mich der richtige Weg. Ja, finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal sagen. Sehe ich übrigens 100% genauso. Wir haben ein tolles System in Deutschland. Und wenn ich das frage und Ihren persönlichen Weg beschreibe, ist das keine Systemkritik, sondern einfach eine Frage, die ja sehr persönlich ist. Und diese Entscheidung, die Sie dann getroffen haben, die Sie ja auch gerade sehr begründet haben, für mich ist das sowieso unglaublich wichtig, dass wir das System der Patientenversorgung, egal in welcher Art und Weise, aufrechterhalten können. Denn es gibt leider viel zu viele unterversorgte Gebiete. Auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal kurz gesprochen. Also nur noch mal das am Rande, ich bin da 100% Ihrer Meinung. Jetzt haben Sie gesagt, die Entwicklung hin zu dem, was Sie heute machen, Sie sind ja als Arzt immer noch tätig, haben wir gerade gesagt, in der privatärztlichen Praxis tätig. Sie haben sich aber auch ich nenne es jetzt mal weiterentwickelt im Sinne von, Sie wollten das, was Sie tun, noch mehr in die Öffentlichkeit bringen und noch mehr Gehör finden für eine Art von, ich nenne sie jetzt mal, komplementärer Medizin. Wie haben Sie diesen Weg zusammengeführt? Also auf der einen Seite die privatärztliche Praxis und auf der anderen Seite der Aufbau einer Akademie. Sie arbeiten als Coach, Sie arbeiten als Keynote-Speaker, kommen wir gleich nochmal drauf. Sie arbeiten aber auch als Moderator. Wie ist dieser Weg gekommen? Also ja, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ja. Ich darf vielleicht das erste Mal antworten. Also das, was ich in der Praxis mache, das nenne ich integrative Medizin. Mhm. Und im Idealfall wird das irgendwann mal, das ist auch mein Ziel mit allem, was ich so verfolge, eine integrierte Medizin werden. Also dass es nicht mehr diesen Aspekt gibt, es gibt jetzt die eine Medizin und dann eine andere Medizin, sondern für mich ist Medizin, gerade wenn man es unter kulturwissenschaftlichen Aspekten betrachtet, eine Einheit, ja, die verschiedene Ausprägungen hat, die je nachdem, in welcher Kultur man lebt, verschiedene Aspekte mit beinhaltet. Und wir sind hier im Westen sehr wissenschaftlich orientiert, vergessen darunter aber häufig mal den menschlichen Faktor. Ich glaube, das ist auch das Besondere am Hausarzt sein. Also ich glaube, im hausärztlichen Bereich hat die Medizin doch noch den menschlichsten Faktor. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Also deswegen auch etwas, was ich wirklich extrem schön fand in der Zeit und auch weiterhin schön finde in der Patientenversorgung. Aber es gibt halt viele andere Aspekte. Es gibt andere Kultursysteme.
es gibt Wissen dort draußen, das man integrieren kann. Und das ist das, was ich hier mache. Also ich biete ein modernes Diagnostikverfahren an. Ich bin sehr froh über die Entwicklung der Schulmedizin. Es gibt unglaublich tolle Möglichkeiten, heute Menschen zu helfen. Aber es sollte für mich in einer ganzheitlichen Medizin eingebettet werden. Und das ist diese integrierte Medizin. Mhm. Und dazu gehören dann momentan noch die komplementären Verfahren, also das, was das, die Basis der Schulmedizin sozusagen komplementiert. Aber ich, mittlerweile sehe ich es nicht mehr so, dass ich sage, ich mache komplementäre Medizin, sondern Ziel ist es, integrierte Medizin anzubieten. Mhm. Und das ist auch ein Teil, weswegen ich als Speaker unterwegs bin, weil natürlich Medizin etwas ist, was Selbstverantwortung benötigt. Also es geht darum, Menschen auch darüber zu informieren, selbstverantwortlich mit ihrer Gesundheit als Ressource auch umzugehen. Und da Gesundheit ja ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt unseres Lebens ist, wie man so schön sagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, halte ich das für präventiv für sehr, sehr wichtig. Und da bin ich besser im Speaking, weil da erreiche ich in kürzester Zeit viele Menschen, die vielleicht eine kleine Veränderung vornehmen aus einer Situation heraus, in der keine großen Maßnahmen notwendig sind. Wenn ich hier in der Praxis, wenn ich das im 1-zu-1-Gespräch mache, natürlich meistens Menschen habe, wo das Ganze schon über eine längere Zeit schiefgegangen ist, also wo momentan schon quasi der Preis dafür bezahlt wird, dass dort über eine längere Zeit etwas nicht erfolgt ist. Das ist wirklich hochspannend, dass Sie das auch so sagen. Sie erreichen mit dem Speaking eine ganze Menge Menschen mehr. Wir haben ja sehr häufig das Problem, dass der Arzt, der niedergelassene Arzt, oder eine hohe Expertise hat, sagen wir mal so, und die aber, ich sag mal, auf den Ort der Niederlassung beschränkt ist, in Anführungsstrichen. Also ja. Die Patienten, die im unmittelbaren Umfeld sind, um ihn herum. Die erreiche ich, die sehe ich immer wieder, die kommen auch immer wieder. Die kommen ja meist schon mit einer Krankheit, mit einem Problem, in Anführungsstrichen. Sie gehen aber den Schritt raus und sagen, ich möchte viel mehr Menschen erreichen, nämlich präventiv erreichen, indem ich auf die Bühne gehe, indem ich das, was ich sagen möchte und denen vielleicht mit einfachen Hinweisen helfen kann, damit sie erst gar nicht in Anführungsstrichen zum Patienten werden. Das wäre die Spitze des Eisbergs. Können Sie mal ein Beispiel geben? Wir sind ja eingestiegen mit der Sache oder mit dem Statement, Gesundheit entsteht durch gesunde Kommunikation. Wenn wir das mal als Überschrift nehmen, was ist damit gemeint? Also letztlich ist ja unser System ein sehr, sehr gutes selbstregulierendes System. Also wir Menschen, wir machen Gesundheit, ohne dass uns das jemand beigebracht haben muss. Also wir sorgen normalerweise für uns. Wenn wir Hunger haben, essen wir im Idealfall was, zumindest empfinden wir Hunger. Wenn wir Durst haben, empfinden wir Durst. Wenn es uns zu warm wird, ziehen wir uns ein Kleidungsstück auf. Wenn es uns zu kalt wird, ziehen wir es ein. Also das heißt, wir regulieren und das ist eine großartige Sache. Wenn man das mal von der physikalischen Seite betrachtet, ist es so, in der Physik sagt man, hochkomplexe Systeme wie der Mensch, die regulieren sich selbst. Also das ist etwas, was einfach da ist. Autopoese heißt das im Fach Chinesisch. Und diese Systeme, die stabilisieren sich, indem sie mehr Möglichkeiten erhalten. Also umso mehr ein autopoetisches System selbst regulieren kann, umso stabiler ist es. Mhm. Also ganz anders als ein weniger komplexes System, ein sehr einfaches System, nehmen wir mal ein Bücherregal. Wenn man das stabilisieren möchte, dann muss man diesem Bücherregal Möglichkeiten nehmen. Also da ist ein enormer Unterschied zwischen komplexen Systemen und einfachen Systemen. Also beim Bücherregal, wie gesagt, ich habe ein Problem, es wackelt, ich bohre eine Schraube rein. Beim Menschen ist das häufig die Idee der normalen Medizin. Ja, also der Blutdruck ist zu hoch, ich senke den Blutdruck. Aber tatsächlich ist es so, dass häufig genau der andere Aspekt langfristig wirksamer ist. Mhm. Also wie gesagt, nichts gegen die Blutdrucksenkung, das halte ich im gewissen Rahmen auch alles für sehr wichtig. Aber wenn ich regulieren möchte, wenn ich Menschen helfen möchte zu regulieren, brauchen sie mehr Möglichkeiten. Mhm. Und das ist eine Form der Kommunikation. Also es bedeutet, wenn ich verstehe, was mein Körper braucht, wenn ich verstehe, was andere Menschen von mir wollen, wenn ich das kommuniziere, kann, was ich brauche, also sowohl mit meinem Körper als auch nach außen, dann habe ich eine besondere Form von Gesundheit und Zufriedenheit gefunden, weil ich das nutzen kann, um im Gleichgewicht zu bleiben. Das heißt also, diese Maßen, Sie versuchen mit diesen Keynotes, mit den Speeches, mit den öffentlichen Veranstaltungen, mit den Coaches, die Sie machen oder auch mit den Ausbildung für andere Kollegen, diese einfachen Wege zu kommunizieren. Wie stelle ich mir sowas vor? Also ich sage mal, der Patient heute, ich finde es übrigens sehr gut, dass Sie sagen, wir gehen auch auf den Patienten zu, weil der soll mündig werden, der soll seine eigene Gesundheit auch mehr und mehr in den Griff bekommen.
der Patient aber heute, oder viele Patienten heute sind ja so, dass sie sagen, Mensch, ich möchte lieber eine Pille haben und damit geht es mir wieder gut. Und ich bin jetzt nicht so unbedingt bereit, zu sagen, ich ändere jetzt was an meinem Leben. Also ich bewege mich mehr, ich ernähre mich gesünder, ich denke besser, ich informiere mich über viele Themen. Weil viele sind ja auch in ihrer, ich nenne es jetzt mal Welt im Döschen, so ein bisschen eingebunden. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ja, absolut. Also das ist ja normal. Also so sind wir alle. Also ich ja auch. Also ich möchte ja, wenn ich irgendein Problem habe, das möglichst einfach und schnell gelöst bekommen. Mhm. Viele Menschen machen aber dann die Erfahrung bei komplexeren Problemen, wie zum Beispiel im Bereich Gesundheit, dass es diese einfache, schnelle Lösung nicht gibt. Ja. Und dann kann man dort gut tätig werden. Also das ist, denke ich, etwas, was dann auch so eine Veränderung in der Haltung häufig einnimmt. Also Menschen sind dann auch bereit, etwas zu tun. Und ein großer, wichtiger Faktor ist, dass es ein System ist. Also das heißt, man muss nicht immer den Finger sofort in die Wunde legen. Das ist das, was Menschen häufig abschreckt. Also natürlich ist es klar, wenn sich jemand wenig bewegt, dass man ihm das sehr anraten würde, weil Bewegung sehr wichtig für uns ist. Aber es ist genau natürlich der Punkt, dass dieser Mensch sich wenig bewegt, weil er einfach mit Bewegung Thema hat. Mhm. Also er bewegt sich ja nicht aus Unwissenheit zu wenig, sondern weil das einfach so seinen Lebensgeflogenheiten entspricht. Und das hat ja einen Grund. Das ist ja etwas, was irgendwann mal entstanden ist. Mhm. Und wenn man jetzt sofort losstürmt und sagt, ja, aber ist doch ganz klar, Sie müssen sich einfach mehr bewegen, oder dem anderen Patienten sagt, essen Sie einfach weniger, dann ist das keine Hilfe, sondern im Gegenteil. Das ist etwas, was häufig auf Widerstand stößt. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Denn eine gute Kommunikation erlaubt uns zu erkennen, wo wir im Widerstand sind und das zu verändern. Weil der Widerstand kostet mich viel Kraft und bewirkt einfach relativ wenig. Weil Widerstand letztlich häufig dafür sorgen soll, dass ich auf der Position bleibe, auf der ich bin. Und wenn ich wirklich in eine Veränderung gehen möchte oder vielleicht auch muss, dann ist es hilfreich zu überlegen, was dieser Widerstand bedeutet und welche Wege es drumherum gibt. Okay. Also ich höre auch daraus, dass man sich ein bisschen, oder in dem Moment der Arzt, wenn er mit dem Patienten spricht, dass ich auch ein bisschen Zeit für nehmen muss oder sollte. Das ist natürlich wieder, sind wir wieder beim gesetzlichen System, das ist immer ein bisschen das Problem, habe ich diese Zeit, aber ich muss vielleicht einen Weg finden, wie ich diese Dinge miteinander vereinen kann. Wenn Sie jetzt Kollegen aufklären, schulen, wie auch immer, wie gehen Sie da vor? Ist das genau ein Ansatz? Nehmen Sie zum Beispiel auch Helferinnen mit ins Boot? Wie kann ich mir sowas vorstellen? Also letztlich ist es so, dass das, was wir machen, das ist, wir heißt mein Kollege und ich, wir beschäftigen uns mit den Themen, die uns in den Praxen beschäftigen oder beschäftigt haben, und wir finden dazu die passende Metaebene. Also um mal ein Beispiel zu nennen, also viele Kollegen, die zu uns kommen, die haben ein Thema mit dem Zeitmanagement. Also wir sprachen ja gerade über die Zeit. Mhm. Und da gibt es immer wieder die Schwierigkeit, es fällt zu viel Arbeit an, die Tage hören nicht auf, das Büro zu erledigen, bleibt liegen und so weiter und so fort. Und diese Menschen haben eine Workload von 12, 14 Stunden am Tag. Und das kostet irgendwann einen Preis, also zum Beispiel im privaten oder familiären Bereich oder bei der eigenen Gesundheit. Und diese Menschen wollen da raus. Und viele davon haben schon beispielsweise mal ein Zeitmanagement-Seminar gemacht. Und das Ergebnis dieses Zeitmanagement-Seminars ist in der Regel gewesen, nicht, dass sie weniger arbeiten, sondern dass sie effektiver arbeiten. Mhm. Aber trotzdem dieselbe Zeit. Also das heißt, die meisten Menschen, die so ein Zeitmanagement-Seminar gemacht haben, haben mir dann anschließend berichtet, ja, das haben wir gemacht, das war auch richtig gut, ich habe tolle Sachen gelernt, aber die Konsequenz war, wenn ich danach frage, ja, wir haben jetzt 10% mehr Patienten in derselben Zeit. Mhm. Und dann frage ich nochmal nach, ach, war das denn Ihre Absicht? Und dann kommt häufig, also genau genommen eigentlich nicht, eigentlich wollte ich ja 10% mehr Zeit haben, entweder für die Patienten oder für mich. Und da sind wir wieder bei einem wichtigen Punkt der Kommunikation. Unser Gehirn ist ein Meister der Unklarheit. Wir könnten nicht miteinander kommunizieren, wenn wir nicht eine Art Fuzzy-Logik hätten, also wenn wir nicht einige Sachen immer automatisch ergänzen würden. Solange ich aber nicht weiß, was mein Gehirn dort automatisch ergänzt, habe ich ein Problem, weil dann werde ich immer wieder Ergebnisse erzielen, die vielleicht nicht das sind, was ich mir eigentlich ursprünglich mal vorgestellt habe unter der Maßnahme. Mhm. Und deswegen beschäftigen wir uns sehr damit. Das ist für alle Menschen offen, also das ist nicht auf Ärzte beschränkt, sondern das ist etwas, was uns alle betrifft. Und das lässt sich
aber besser individuell erstmal lösen. Also meine Empfehlung wäre, wenn man das in seiner Praxis verändern möchte oder in seinem Betrieb, dass man erstmal als derjenige dort mal anfängt, der dort oben die meisten Zügel in der Hand hat. Also der Chef, die Chefin, die sollten das als erstes mal machen. Wenn dann Interesse besteht, kann man das natürlich auch erweitern. Idealerweise ist es aber so, dass man dann selber zum Coach wird. Also dass man halt selber so klar ist, dass man dann sein Team führen kann. Denn Ziel ist es dann, auch eine gute Führungskraft zu werden. Das ist ja der zweite Teil der Kommunikation und der Möglichkeit, Ergebnisse zu erzielen, dass man einfach so etwas als Führungskraft macht. Und das wird häufig vergessen, dass wir das ja in der Praxis auch sind. Wir sind ja auch immer Führungskraft. Absolut, ja, genau. Das ist das Thema, das ich ja immer wieder sehr gerne zu sprechen komme, dass ich eben nicht nur selbstständig bin oder Fachkraft im eigenen Unternehmen, sondern eben Unternehmer bin und das sehr, sehr vielseitig ist. Und da kommt wieder die Begrifflichkeit, ich muss nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern eben auch am Unternehmen. Und da gehört das Thema Führungskraft sein aus meiner Sicht auf jeden Fall dazu. Wenn ich jetzt so höre, was Sie sagen und wie Sie es beschreiben, steht für mich über allem immer ein Thema, das hat viel mit Selbstverantwortung, mit Eigenverantwortung zu tun. Und dann kommen wir vielleicht auf das Thema, das Sie ja auch, worüber Sie ja auch ein Buch geschrieben haben, sei dein Mentor im Leben oder sei Mentor im Leben. Also nimm auf der einen Seite Verantwortung vielleicht für dich selbst, aber sei auch Mentor für andere. Jetzt ist dieses Buch ja brandaktuell. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen darüber sagen und über dieses übergreifende Thema, weil das, ich finde, das hört man raus, dass es das Thema ist, was Sie begleitet. Also das Buch ist ein bisschen aus der wissenschaftlichen Arbeit entstanden, mit denen ich mich in den USA beschäftigt habe. Also im Rahmen dieser Forschung habe ich mich mit dem Thema Aufmerksamkeit beschäftigt und auch Aufmerksamkeit war für mich damals etwas beliebiges Thema. Also ich hätte mich genauso gerne auch mit einem anderen Thema beschäftigt, aber es war halt das, wo ich die Möglichkeit hatte, mich da mal zu engagieren. Es passt relativ gut zu dem, was ich schon hier in Deutschland im Forschungsbereich gemacht habe. Und für mich war die Erkenntnis, dass Aufmerksamkeit letztlich etwas ist, was eine Essenz in unserem Leben darstellt. Also egal, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke, dahin geht letztlich die Reise. Die große Frage ist aber, wie lenke ich überhaupt meine Aufmerksamkeit? Wie funktioniert das Ganze? Und ich habe das dann nochmal neu aufgegriffen. Ich habe ja nochmal auch einen kulturwissenschaftlichen Studiengang belegt und auch an dem unterrichtet. Also es war so eine sehr interessante Entwicklung damals. Und da habe ich eine Methode entwickelt, die ich das narrative Mentoring nenne. Also das Narrativ von dem Erzählenden und das Mentoring von dem auf das eigene Erzählende Schauende. Also das heißt, kurz zusammengefasst, wir erzählen uns alle unsere eigene Lebensgeschichte und die haben wir im Kopf. Deswegen sind wir der wir sind. Aber wir hinterfragen die in der Regel nicht. Und da unser Gehirn jetzt nicht sehr linear arbeitet, sondern sehr viele Eigenschaften hat, kann es halt sein, dass die Geschichte, die ich mir erzähle, relativ wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat. Mhm. Es kann aber auch sein, dass diese Geschichte einfach ungünstig für mich ist. Also das heißt, dass dort Elemente enthalten sind, die mich viel Kraft kosten. Typischerweise, dass ich mich auch im Nachhinein über etwas ärgere oder hinter Sachen herrenne, die ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, die gar nicht mehr zu meinem aktuellen Lebensentwurf passen, aber die irgendwie in dieser Geschichte immer wieder vorkommen. Mhm. Und wenn ich diese Geschichte dann nicht hinterfrage, dann bleibe ich da am Ball und mache etwas und am Ende des Tages bin ich unzufrieden, weil es passt gar nicht mehr zu dem, was ich eigentlich möchte. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Heißt das, dass wenn ich in der Vergangenheit zum Beispiel eine negative Erfahrung gemacht habe in irgendeinem Bereich, sei es jetzt, spielt gar keine Rolle, also negative Erfahrung und diese negative Erfahrung in mir immer wieder hochkommt, ich mich daran immer wieder erinnere, dass das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, vielleicht auch in der Zukunft wiederkommt, weil ich ständig Angst davor habe, dass es wiederkommt und es gibt ja diese selbsterfüllende Prophezeiung, das passiert dann auch. Kann man das... Genau. Das ist ein Aspekt, den gibt es, aber das ist bei weitem nicht der häufigste. Der häufigste ist, dass wir mit irgendetwas in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht haben und dass wir diese guten Erfahrungen immer wieder auf die Gegenwart transponieren möchten, aber das passt nicht mehr. Also im kollegialen Bereich ist es zum Beispiel ganz häufig dieser Bereich Wissenserwerb. Also als Ärzte sind wir ja High Achiever. Wir sind Menschen, die unheimlich viel Wissen verarbeiten und schnell verarbeiten. Und wir geraten sehr häufig in eine Art in einer Vorstellung, bei der Wissen die Lösung darstellt. Das ist natürlich nicht. Wissen kann uns helfen bei einer Lösung, aber Wissen per se bringt überhaupt gar nichts. Und so ist es ganz häufig, dass Menschen in ärztlichen Berufen extrem viele hochgradige Fortbildungen machen,
aber das, was sie aus diesen Vorbildungen mitnehmen, gar nicht umsetzen. Also das Häufigste, was ich höre, ist, ja, ich habe das und ich habe dieses Diplom und ich mache auch das und würde gerne das machen. Und wenn ich dann sage, ja, und was machen Sie vor allen Dingen in Ihrer Praxis? Was fasziniert Sie? Was ist das, was Sie wirklich täglich tun? Ja, das, ich habe eine Praxis auf dem Land, also das kann ich alles gar nicht machen. Dann sage ich, okay. Und wenn ich dann frage, und was sind Ihre Ziele? Dann sind dort in dem Jahr noch 2 oder 3 weitere Fortbildungen für etwas, was dieser Mensch gar nicht anwenden kann. Ja. Das finde ich für alle Beteiligten schade, vielleicht außer für den Seminaranbieter. Und deswegen ist es wichtig, einfach mal zu überlegen, was will ich denn mit dem Wissen? Und wenn ich zu dem Punkt komme, dass ich sage, ich fühle mich damit wohl, ich finde es toll, es macht mir Spaß und es ist für mich auch völlig okay, dass ich das für mich nur tue, ja, und nicht vor dem Mäntelchen, ich tue es für andere und ich mache es dann aber gar nicht, dann ist das völlig in Ordnung. Aber vielleicht komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, nee, ich möchte eigentlich lieber wieder mehr Zeit mit meiner Partnerin, mit meinem Partner verbringen. Und dann müsste man überlegen, ob dann so ein Fortbildungstourismus genau das Richtige ist. Also ich möchte nicht gegen die Fortbildung sprechen. Gottes Willen. Gut, dass es das gibt. Aber es geht halt immer auch so ein bisschen darum zu hinterfragen, mit was hat man positive Erfahrung gemacht und wo wiederholt man diese Erfahrung? Ja. Vielleicht. Aber ich muss jetzt gerade tatsächlich überlegen, wenn ich immer wieder eine Fortbildung mache, um die Fortbildung zu machen. Also ich habe mal eine Bekannte von mir hat mal gesagt, ich kaufe mir ganz viele Bücher, lese die aber nicht, weil ich bilde mir immer ein, sobald die bei mir im Regal stehen, ist schon okay. Ja. Ne? Das ist ähnlich. Ja, also das ist weniger dramatisch, weil ein Buch, das im Regal steht, das kostet keine Zeit und sieht dekorativ aus und ist völlig in Ordnung. Also die hat ja schon den Schritt gemacht. Ja, genau. Aber letztendlich die Frage ist ja, warum mache ich es dann? Ist das eine Art von Befriedigung, weil ich vielleicht einen unzufriedenen Beruf habe, mit dem mich nicht ausfüllt und ich sage, ich muss dann da raus und das Einzige daraus, was ich dann tun kann, ist, ich gehe auf eine Fortbildung, bin da am Wochenende und Montag mache ich wieder den Job, den ich seit 20 Jahren gemacht habe. Das würde ja jetzt nicht nur für den ärztlichen Bereich gelten, sondern gilt ja für alle Menschen, ja? Also das kann ich Ihnen einfach und kompliziert beantworten. Also einfach wäre Folgendes. Einfach wäre Folgendes. Also das Buch, was ich geschrieben habe, das beschäftigt sich mit einem Kaugummiautomaten. Okay. Der Kaugummiautomat ist sozusagen das Sinnbild für die Art und Weise, wie unser Gehirn arbeitet. Mhm. Wenn ich hier unten am Kaugummiautomaten drehe, kommt unten Kaugummi raus. Mhm. Welches Kaugummi kommt unten raus? Ja, letztlich, es kann nur ein Kaugummi unten rauskommen, was irgendwann mal oben reingepackt worden ist. Und so ist es mit unserem Gehirn. Also das heißt, wenn ich eine Lösung suche, kann diese Lösung nur aus meinem Gehirn kommen, wenn sie in irgendeiner Form schon mal oben reingepackt worden ist. Mhm. Wenn ich bestimmte Lösungen überproportional häufig oben reinpacke, weil ich beispielsweise ein langes Studium hinter mir habe und immer wieder Bücher gelesen habe und die Erfahrung gemacht habe, gut, wenn ich Bücher besitze, wenn ich sie lese, dann erweitere ich mein Wissen und dann habe ich vielleicht eine bessere Chance im Examen und dann später auch im Beruf, dann werde ich das weiter so machen. Aber ich könnte dann auch mal hinterfragen, macht das überhaupt Sinn? Und so ähnlich ist es mit dem Kollegen, von dem ich vorhin gesprochen habe, der eine Workload hat von 14 Stunden am Tag, der hinterfragt es nicht mehr. Also für ihn ist es, also genauso natürlich für Sie, das gibt es auch viele Kolleginnen, die einfach viel zu viel arbeiten, ist es nicht eine Frage, dass das gemacht werden muss. Und da dieses Kaugummi aus einer Zeit kommt, wo wir in der Klinik sehr, sehr viel gearbeitet haben. Also ich erinnere mich an die Zeiten im Krankenhaus. Das ist ja doch eine sehr anstrengende Zeit. Und wenn man sich mal die Fernsehserien anschaut, wird das ja auch ein bisschen zelebriert in unserem Beruf, dass man also wirklich sich sehr ungesund verhält, also fast krank arbeitet, wenn man an Emergency Room und solche Arztserien denkt, dann ist das etwas, was noch in uns drin ist. Ja. Und dieses Kaugummi kommt dann einfach. Und es ist auch überhaupt nicht so, dass wir dann irgendwie einfach sagen können, ach Gott, ist ja nur ein Kaugummi, sondern wir glauben, das ist die Wahrheit und wir machen es dann auch. Und das, was diese Seminare bringen, was das Buch auch bringen soll und das narrative Mentoring letztlich beinhaltet ist, welche Kaugummikugeln sind da eigentlich drin? Dass ich mir das mal in Ruhe anschaue. Und dieser Kaugummiautomat ist eine moderne Erfindung, aber so modern ist sie jetzt auch nicht mehr, aber wenn ich mal meine Kinder frage, die wissen gar nicht mehr, was ein Kaugummiautomat ist. Aber es ist eine modernere Erfindung. Letztlich kommt es aus der Zeit der Römer schon und ist ein altes philosophisches Thema. Da sagte man, achte auf die Farbe deiner Gedanken, denn auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Mhm. Und das ist genau das, was wir mit dem Kaugummiautomaten ausdrücken. Sehr schön. Bin ich immer sehr dankbar um sehr einfache Bilder, die man verstehen kann und die man relativ schnell nachvollziehen kann. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ich habe ja im Vorfeld auf diesen Podcast ein paar Sachen mir von Ihnen auch im Internet angeguckt. Sie waren ja auch im Fernsehen schon unterwegs. Sie sind, ich glaube, in der ARD gewesen,
Bremer Fernsehen da um die Ecke und ich habe auch einige YouTube-Sachen gesehen, auch einige Vorträge mir von Ihnen angehört. Ich fand es deshalb immer so schön, weil Sie unmittelbar Kontakt mit Ihrem Publikum aufnehmen, das Publikum sehr schnell für sich gefangen nehmen, sage ich mal. Es hat mir sehr gut gefallen und eben auch im Austausch mit dem Publikum sind. Und ich habe genau diese Begrifflichkeiten, die Sie gerade benutzt haben, in anderer Form immer wieder gehört und habe das Gefühl gehabt, Sie haben die Gabe, da schnell mit Leuten in Kontakt zu kommen und es so zu erklären, dass es jeder nachvollziehen kann. In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, wir machen alles das, was mit Ihnen zu tun hat, in die Shownotes, also mit Ihrem Buch, das Sie ja jetzt geschrieben haben. Sie haben es mir gerade gezeigt, halten Sie es noch einmal hoch, dann können wir noch mal sehen. Ich finde den Titel nämlich auch so toll, weil da eigentlich Smile drauf steht und die Smileys dann auch mit dabei sind. Also für alle die, die es jetzt bei YouTube schauen, die haben jetzt die große Gelegenheit, sich das Buch auch anzuschauen. Ansonsten machen wir die Verlinkung gerne in die Shownotes und dass man auch vielleicht Kontakt zu Ihnen aufnehmen kann. Vielleicht nochmal die Frage direkt an dieser Stelle. Wenn jemand Interesse an dem hat, was Sie tun, an Ihren Seminaren, wie kann er mit Ihnen in Kontakt kommen? Also ja, es gibt halt, das ist halt auch eine Form der Kommunikation. Es gibt heute die Möglichkeit natürlich sehr vielfältig in Kontakt zu kommen und das ist etwas, was gerne auch zu viel wird. Im Rahmen der Familie mache ich dann auch manchmal also einen entsprechenden Break. Im kleinen Rahmen beantworte ich natürlich auch gerne mal E-Mails und kann in dem Rahmen dann auch mal zurückrufen, aber alles in allem ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich erstmal passiv zu informieren. Sie erwähnten schon YouTube, sich das mal anzuschauen. Wir haben noch die Webseite www.balanceakademie.com. Da ist die Akademiearbeit ein bisschen dargestellt. Unter www.dr-med-sperlich.de gibt es weitere Informationen. Okay. Das ist so das, wo man mal schauen kann. Okay, und zur Not, wenn man wirklich unmittelbar mit Ihnen in Kontakt treten will, einfach mal eine E-Mail schreiben und dann kann man ja mal schauen, wie Sie da mit dem oder derjenigen in Kontakt kommen. Ich habe noch einen. Das ist eine Möglichkeit. Also es ist tatsächlich so, seit dem Buch, muss ich sagen, ist E-Mail für mich langsam Schreckgespenst geworden, weil es tatsächlich so ist, dass es nicht mehr alleine zu schaffen ist. Mhm. Wenn man wirklich die Absicht hat, dort in persönlichen Prozess zu kommen, ist es vielleicht fast am allerbesten über Sekretariat. Da gebe ich nochmal die Telefonnummer. Alles klar. Dann vielen Dank schon mal für die Info. Ich habe noch eine Sache, weil wir gerade bei dem Thema moderne Art der Kommunikation waren. Das Thema Digitalisierung ist ja ein großes Thema der heutigen Zeit und das hat sowohl Vor- als auch Nachteile in unterschiedlicher Art und Weise. Ich persönlich sehe das mit einem eher lachenden Auge, weil ich glaube, wir haben da viele, viele Möglichkeiten, jetzt auch was Patientenversorgung angeht, was Umgang mit moderner Medizin angeht, wie auch immer. Inwieweit beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Ich habe gesehen, Sie haben da auch Vortragsthemen zu. Vielleicht können Sie da noch mal einen Satz zu sagen. Ja, wir hatten ja vorhin die Frage zu dem Thema, was will ich mit den Vorträgen bezwecken? Und das ist tatsächlich vielerlei. Also einen Vortrag zu halten, das ist ja etwas, was natürlich immer davon abhängt, was derjenige, der diesen Vortrag dann bucht oder sich da einsetzt, auch erwartet. Und ein großes Thema ist natürlich, die Dinge aufzugreifen, die uns heute bewegen. Ich hatte mal eine Vortragsserie auf der CeBIT zum Thema Digitalisierung. Es sind verschiedene Firmen, die mich zu diesem Thema auch buchen, weil natürlich Digitalisierung etwas ist, was uns heutzutage Angst macht. Also Menschen haben Sorge um ihren Job. Sie merken, dass sie möglicherweise mit dieser raschen Entwicklung, die wir heutzutage haben, da nicht mehr richtig mithalten können. Und das erzeugt Stress, Angst, andere Emotionen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich da aufgreife. Ich glaube, dass Digitalisierung etwas ist, was zu dieser Entwicklung, die wir als Menschen zurzeit durchmachen, dazugehört. Das haben wir angestoßen. Aber es ist halt sehr wichtig, dass wir das auch mit weiter steuern. Mhm. Vor allen Dingen auch als Konsumenten weiter steuern. Dass wir also uns das nicht sozusagen nur in die Hände begeben von den Global Players, die dort ihre Ideen dazu haben, dass wir Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland einerseits gut aufgestellt, weil wir doch da ein bisschen konservativer sind. Das an manchen Stellen wirkt das lästig, aber das ist auch ein wichtiger Wert. Nur wir verlassen uns vielleicht noch zu sehr auf die Politik. Also es geht tatsächlich darum, auch hier Selbstverantwortung zu übernehmen. Mhm. Das, was ich vor allen Dingen in diesen Keynotes aber aufzeige, sind die gesundheitlichen Chancen, die wir durch Digitalisierung haben, aber auch die Risiken. Und da wir alle mittlerweile schon mitten in der Digitalisierung stecken, das ist ja nichts, wo wir jetzt auf den Startschuss warten, sondern wenn wir jetzt sehen, wie wir das hier aufzeichnen, das ist ja alles Hightech, was wir hier haben,
ist es halt wichtig, sich auch schon mal damit zu beschäftigen, was das mit unserem Leben macht. Und dazu gehört halt einerseits die Auswirkung der Technik auf unser Leben und andererseits natürlich sind das ja alles Erfindungen, die wir gemacht haben, die uns faszinieren. Auch die Grenzen, die wir selber irgendwann mal wieder einziehen müssen. Weil das ist gar nicht so selten, dass ich Menschen in der Praxis habe, die einfach nicht abschalten können, weder selbst abschalten können, noch ihre ganzen digitalen Hilfen abschalten können oder mögen. Und das führt irgendwann auch zu Problemen. Ja, ich glaube, dass das ein ganz zentrales Thema für die Zukunft sein wird, der Umgang mit allem, also Umgang mit Medien, jetzt nicht nur mit dem Thema Digitalisierung. Ich glaube, dass man sich wieder zurückbesinnt und auch sehr, sehr gerne, das kommt sehr häufig in diesem Podcast vor, mal wieder, ich sag mal, einen Gang runterzuschalten, mal wirklich zu sagen, wie kann ich abschalten, wie gelingt es mir tatsächlich im Berufsleben, sei es als Führungskraft, sei es als Mitarbeiter, sei es als Unternehmer im eigenen Unternehmen, sei es als Arzt in dem Unternehmen, am Arztpraxis, mir dessen bewusst zu werden, wie komme ich da wieder hin? Und deshalb finde ich das einen sehr schönen Übergang. Wir sind ja immer bemüht, den Podcast so eine Dreiviertelstunde laufen zu lassen. Die haben wir jetzt schon rum. Ich finde es super spannend. Ich habe noch wirklich ganz viele Fragen, möchte es aber auch nicht überstrapazieren. Wir machen zum Schluss immer noch mal so eine kurze Frage-Antwort-Runde. Die leiten wir einfach ein. Ich lege los und Sie antworten so kurz es irgendwie geht. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Weitere Möglichkeiten, sehr, sehr viel wissenschaftliche Ansätze, aber es holt ein klein wenig so der Aspekt auch auf, dass die Selbstverantwortung wieder da ist und dass es in Richtung Gesundheit von Seiten des Lebensstils her gehen kann. Ich habe ein klein wenig die Befürchtung, dass uns das finanziell auch auf die Füße fällt, weil einfach die Dinge, die entwickelt werden, einfach sehr, sehr kostspielig auch sind. Und ich hoffe, dass wir eine Lösung finden, dort Gesundheit möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen oder Maßnahmen zur Gesundheit, die halt nicht nur aus dem Hightech-Bereich kommen, sondern wo wir vielleicht wirklich im kulturellen Bereich mal schauen können, was hält uns eigentlich gesund. Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Gesundheit ist für mich die Essenz. Ich beschäftige mich beruflich damit, aber natürlich geht es auch um mein Wohlbefinden und meine Gesundheit. Ich benutze viel lieber den Begriff Vitalität, weil da gerate ich nicht in dieses Dilemma, dass Gesundheit auch immer, gerade im ärztlichen Beruf, natürlich aus dem Bereich Krankheit heraus gedacht wird. Insofern hoffe ich, lange Zeit vital zu bleiben. Welche Eigenschaft sollte aus Ihrer Sicht ein Arzt als Unternehmer haben oder mitbringen? Ich denke, ganz wichtig ist es als Arzt, diese verschiedenen Aspekte, die wir haben, unter einen Hut zu bekommen und den wirtschaftlichen Aspekt mit hineinzunehmen, um nicht in die Situation zu kommen, ihn auszugrenzen und dann in die eine oder andere Richtung zu kippen. Also das, was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen in ärztlichen Berufen irgendwann verstehen, dass es einen wirtschaftlichen Aspekt hat und sich dann zu sehr um diesen wirtschaftlichen Aspekt kümmern, sodass der eigentliche ärztliche Beruf verkümmert. Aber es passiert auch genau andersrum. Es gibt auch Menschen, die im ärztlichen Beruf ein Thema mit dem Bereich Wirtschaft haben und das so von sich weisen, dass sie dann möglicherweise in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen und deswegen den Beruf nicht mehr ausüben können. Also ich wünsche mir dort für alle eine Balance. Und dazu gehört letztlich, dass man sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigt. Sehr schön. Wäre eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort gewesen, als vor dem Hintergrund der Arzt als Unternehmer. Gibt es ein Buch oder einen Film, jetzt aktuell oder in der Vergangenheit, der Sie besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat? Also ich habe mit großer Begeisterung Factfulness gelesen. Das hat mir ein Autorenkollege geschickt und gesagt, das müsste ich unbedingt lesen. Da geht es um eine statistische Bewertung vieler Dinge, die wir subjektiv ganz anders bewerten. Und die ist eine gute Nachtlektüre und auch eine gute intellektuelle Lektüre, weil wir heutzutage in dieser hypermedialen Welt doch sehr häufig in Richtung Angst und Sorge getriggert werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns emotional auch stabilisieren. Emotionen sind ein ganz wichtiges Thema. Und wenn man die Emotionen rational untermauern möchte, sollte man sich mal mit den Fakten beschäftigen. Und deswegen große Empfehlung von Factfulness. Wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich da Herrn Trump mal ein Exemplar von zukommen lassen. Ja, genau. Ich hatte mir noch eine Frage ja auch aufgeschrieben vorhin zu dem Thema IQ und EQ, also der emotionale Intelligenzquotient beziehungsweise der emotionale Quotient. Aber schön, dass Sie noch mal kurz darauf hingewiesen haben. Also kann ich aber vielleicht tatsächlich noch mal was sagen? Ja, weil, gerne.
dieser emotionale Aspekt, EQ ist ja quasi nur ein Hilfsmittel gewesen, quasi die Emotionen mal wieder ins Spiel zu bringen, sind meines Erachtens, was die Gesundheit angeht, langfristig das Allerwichtigste. Also wir leben in einer Zeit, die seit der Renaissance Körper und Geist voneinander trennt. Wir leben in einer Kultur, die Emotionen sehr gerne so ein bisschen als unprofessionell wegdrücken möchte. Mhm. Wir reden im medizinischen Bereich von professioneller Distanz. Das geht nicht. Also wir brauchen Emotionen, wir sind Emotionen. Eine Kollegin von mir, eine amerikanische Hirnforscherin, hat mal gesagt, wir glauben, wir sind Wesen, die denken und ab und an ein Gefühl haben. Die Wirklichkeit ist genau andersrum. Wir sind Wesen, die permanent fühlen und ab und an mal einen rationalen Gedanken haben. Die sollte uns erreichen. Das macht es uns einfacher. Wir können dann effektiver arbeiten. Wir können uns zufriedener und glücklicher fühlen, weil wir sind einfach sehr emotionale Wesen. Und da geht meines Erachtens die Reise hin. Sehe ich ganz genauso. Ich glaube vor allen Dingen, dass gerade der emotionale Faktor auch in der Heilung beziehungsweise in dem Zuspruch und dann die Heilung auch befürwortet bzw. beschleunigen kann. Sehr, und ich glaube, sehr dass viel, das, sehr, dass viel. Das, sehr viel damit zu tun hat. Also der Moment mehr Zeit und dann die Emotion mit reinzubringen und der Zuspruch zum Patienten. Sie haben das gerade gesagt, gerade beim Hausarzt ja eine sehr, sehr wichtige Funktion, weil der eben noch unmittelbar und sehr, sehr eng mit dem Patienten zusammen ist. Ne? Sehr, sehr schön. Als letzte Frage, immer nicht ganz uneigennützig, gibt es jemanden, den Sie uns vielleicht als Podcast-Gast hier für den Podcast empfehlen können, gerne auch aus dem Bereich der Medizin? Also ich würde sehr gerne einen Kollegen von mir empfehlen, der sich mit dem Bereich Emotionen beschäftigt. Ja. Das könnte, glaube ich, sehr interessant sein. Mhm. Wir hatten das ja gerade nochmal angeschnitten. Da arbeite ich mit zwei Coaches zusammen, die jetzt nicht direkt aus dem medizinischen Bereich kommen, aber für die der medizinische Aspekt so wichtig ist, dass sie mich quasi damit dazugenommen haben. Ja. Und das könnte sehr interessant sein, weil die ein System entwickelt haben zur emotionalen Führung. Und das ist meines Erachtens das, was wir in den Praxen brauchen. Also, dass wir emotional dort auch kompetent sind. Wir sind in einer Situation, die sehr stressig ist, weil wir einfach natürlich jeden im kurzen Takt mit starken Emotionen auch beschäftigt sind. Also wir haben ja jeden Tag mit Menschen zu tun, die wirklich in einer emotionalen Ausnahmesituation sind. Und nebenbei haben wir natürlich auch noch eine Führungsaufgabe und ein Team, das öfter mal in tiefen Emotionen steckt. Wir selber stecken in Emotionen. Das könnte ein interessanter Gast bei Ihnen sein. Ja, sehr gerne. Also würde ich mich sehr freuen. Vielleicht können wir da im Nachhinein nochmal die Kontaktdaten austauschen. Sehr gerne. Herr Dr. Sperlich, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit an diesem Freitagmorgen. Das ist mal außergewöhnlich, dass Sie sich so während dieses Tages Zeit nehmen. Ich weiß, Sie sind, wir haben es ja vorhin gehört, viel, viel, viel unterwegs. Sie haben heute Morgen, wie gesagt, auch noch einen Patienten behandelt. Ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zur Verfügung zu stehen. Für Sie alle, die zugehört haben und zugeschaut haben, herzliche Grüße nochmal und ich bitte immer um eine Bewertung nochmal zum Schluss bei iTunes oder YouTube, denn Sie wissen, nur dann können wir erfahren von Ihnen, ob wir hier einen guten Job gemacht haben und dann kriegen wir wahrscheinlich weiterhin auch so interessante Gäste wie Herr Dr. Sperlich. Also ganz liebe Grüße nochmal und ich würde Ihnen ganz gerne das Schlusswort überlassen. Ja, ich wünsche allen Kollegen, Kolleginnen da draußen vor allen Dingen viel Freude in ihrem Beruf, viel Spaß. Es hat einigen Schweiß gekostet, dahin zu kommen, wo sie jetzt gerade stehen. Seien Sie stolz darauf. Lassen Sie sich von den Dingen, die dort im Alltag sind, nicht unterkriegen. Schauen Sie einfach mal, welches Mindset Sie selber dort haben, wo vielleicht dort Dinge bei Ihnen den emotionalen Trigger drücken, sodass Sie sich nicht mehr wohlfühlen. Und wenn Sie das mal wirklich untersuchen wollen, wenden Sie sich da gerne an mich. Ich darf Sie sonst auch ganz herzlich mal zu einer Fortbildung einladen. Wir sind regelmäßig beispielsweise auf der wunderbaren Insel Kos mit einem Seminar zum Bereich Kommunikation, wo man mal wirklich eine Woche lang sich selber auf den Standpunkt mal stellen kann und mal die ganzen Kaugummis zählen kann, die man so im Kopf trägt. Sehr schön. Das war's. Herzlichen Dank nochmal und denken Sie mal dran, bleiben Sie unternehmerisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.